Weiter geht's mit dem Let's Play Skyrim. Hier steht mich gerade jemand, den muss ich erstmal loswerden. Kultist von Boethia. Hier werde ich von einem Kultisten gleich mal angegriffen. Untersuche den Kultisten von Boethia. Er hat ein sehr wertvolles Nordschwert hinterlassen. Ein wirklich sehr, sehr wertvolles und gutes Schwert. Also wenn ich das verzaubere, dann habe ich eine gute Waffe. Dankeschön. Die tue ich definitiv in meine persönliche Sammlung. Boethias Prüfung. Ein Buch mit einem sehr beeindruckenden Bild. Interessant. Untersuche den Kultisten von Boethia. Er liest das Buch hier. Mache ich sofort. Boethias Prüfung. Wie lang ist das? Oh, ganz schön lange. Na gut, lese ich jetzt nicht. Ja, also diese Folge begann erstmal, dass ich hier von einem Kultisten angegriffen wurde. Also ich wollte es nur kurz erzählen, was beim letzten Mal passiert ist. Und zwar, beim letzten Mal habe ich die ganze Folge verbracht, hier in die Fähigkeitslevel aufzuleveln, wo ich meine, das ist halt ganz angenehm für mich, wenn ich da in diesen Leveln bin. Und zwar habe ich jetzt abgeschlossen bei den Fähigkeiten mit einhändig weitestgehend, dann mit Wiederherstellung bin ich jetzt komplett fertig und mit Zerstörung bin ich auch komplett fertig. Das war die ganze letzte Folge. Also viel entdeckt oder ja, an vielen Orten oder viel weitergekommen in der Handlung bin ich jetzt in der letzten Folge nicht. Es war jetzt einfach nur in der letzten Folge aufleveln. Und ich bin ganz schön aufgestiegen mit der Stufe. Also ich bin da jetzt Level 31, habe jetzt noch 4 Punkte zu vergeben, bei denen ich mich noch nicht entschieden habe. Ich habe 210 Gesundheit und 300 Magicka. Also denke ich mal, werde ich jetzt dann vor allem eher auf Magicka gehen. Also dass ich da eher vorankomme. Also dass ich das erhöht, weil gerade von dem Kultisten hier war auch schon wieder ein wenig knapp. Also genau. So, und für die Folge habe ich mir vorgenommen, die Höhle erstmal und dann war hier noch ein Turm. Nämlich, hier habe ich ihn irgendwo gesehen. Da war ich nämlich noch nicht. Hier war ungefähr der Turm, habe ich ihn gesehen. Also, ich war hier drüben gestanden und habe ich einen Turm gesehen. Den mache ich erstmal in der Folge und dann gehe ich jetzt erstmal hier in die Höhle und schau mal, was hier ist. Das habe ich am Ende noch gemacht, hier, genau. So, dann schaue ich mal, was hier los ist. Da ist schon mal einer der... Wie heißen die nochmal? Abgeschworenen. Wow, der hält aber nicht mehr aus. Dornenherz. Okay, der Dornherz. Ach, hier bist du. Ja, also man merkt, ein Schlag langt. Und schon sind die außer Gefecht gebracht. Hier ist noch jemand. Und was mir natürlich auch ein sehr starkes Bedürfnis ist, einen makellosen Rubin zu finden. Weil es war mir bisher noch nicht möglich, bei einem Schrein weiterzukommen, wenn ich keinen makellosen Rubin finde. Also hier sind die Dornherzen, die haben... Denen wurde das Herz entfernt und hier ein Dornherz implantiert. Das sind so, sozusagen die Elite-Gegner der Abgeschworenen. So heißen die Abgeschworenen.
Okay, ist hier noch was? Zutaten. Jetzt habe ich noch so eine Schale mitgenommen. Nehme ich alles mit. Weiter. Mal gucken, vielleicht finde ich ja hier auch ein paar Bergwerke. Interessant. Ich schaue erstmal hier unten. Nee, da komme ich nicht hoch. Also das ist hier ein ganz steiler Hang. Da komme ich nicht hoch. Da muss ich hier gehen, definitiv. Mal schauen, ob ich hier weiterkomme. Eine Erzader. Vielleicht jetzt habe ich Glück, einen perfekten oder nee, makellosen Rubin zu finden. Den soll es da bei den Erzen, der soll da mal auftauchen. Nee, da war jetzt kein Rubin und auch kein Diamant und kein... Also Prachtstein, da war jetzt einfach nur Erz. Und hier ist nichts mehr. Na gut. Soll ich da jetzt rumprobieren? Es hat funktioniert. Ich habe einfach rumprobiert und zufällig war es richtig. Vielleicht hätte es jetzt auch irgendeinen Tipp gegeben, aber darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Hier sind vielleicht Fallen. Ja. Na gut, aber ich habe meinen Heilzauber. Hier sind anscheinend Flammenrunen. So, ich mach mal so. Passt jetzt. Okay. Ich habe hier irgendwas aktiviert, aber keine Ahnung. Gut, dass ich hier weiterkomme. Und was ist hier? Tempel der Himmelszuflucht entdeckt. Interessant. Interessant auf jeden Fall. Mal schauen. Vulkanglas-Streitaxt des Donnerkeils. Ziel 30 Blitzschaden und halb so viel Magicka. Ja, wenn ich denn mit... Das ist eine Zweihandwaffe. Definitiv. Wenn ich mit Zweihandwaffen spielen würde, wäre nicht schlecht. Steigert die Krankheitsresistenz um 100. Wow. Sehr gutes Amulett. Das ist eine Zweihandwaffe, oder? Definitiv. Das ist auch ein Zweihänder. Das ist eine Einhandwaffe. Genau. Aber das ist ein Zweihänder. Boah, ein cooles Schwert, definitiv. Kann ich hier irgendwie weiterkommen? Öffnet sich hier was? Nein. Also, hier geht's nicht weiter. Dann gehe ich wieder raus. Machen wir hier wieder. So. Und hier kann ich doch einfach runter, oder? Ich muss doch jetzt hier nicht den ganzen Weg. Das geht doch. Sehr schön. Also das war's jetzt und dann gehe ich jetzt zu dem Turm gleich. Hier schnell raus. Vielleicht komme ich hier nochmal zurück, aber bisher habe ich jetzt noch kein Weiterkommen gesehen. Werde ich jetzt wieder von irgendjemandem angegriffen? Kein Drache, nix. Okay, sehr gut. Dann gehe ich hier weiter. Und zwar habe ich... Genau, hier war der Turm. Da möchte ich hin. Und hier ist eine Brücke.
Ich glaube, wenn ich jetzt einfach nur dem Weg folge, dann komme ich eh dahin, oder? Definitiv. Also hier ist noch ein Weg. Ja, da folge ich mal dem Weg hier. Ich denke nicht, dass ich hier schon war. Weiß ich nicht. Also, ich glaube nicht. Naja gut, die Ausdauer, die ist jetzt nicht unbedingt optimal. Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich mal Ausdauer verbessere. Ein Bär! Der ist was für den Feuerball. Komm her. Den muss ich besiegen, weil der ist so im Weg. Dem komme ich, kann ich mir nicht vorbeibleiben. So, nimm mein Pferd. Sehr gut. Ist da noch einer? Hier ist ein besonderer Eingang. Ich schau mal, was hier ist. Soll ich mich erstmal heilen? Ja. Komm, Lydia, bist du auch da? Ja, sehr schön. Also Wiederherstellung bin ich jetzt auf einem Niveau, da ist, kann man nichts mehr verbessern. Sehr gut. Eine neue Höhle entdeckt. Hey, Bisher. look, a cave. Wonder what's inside. Ja, also ich sehe hier draußen sehe ich nichts. Aber das sieht mir schon wirklich besonders aus. Also hier so. Hier solche Steine. Okay, vielleicht finde ich hier auch noch mal eine Mine, dass ich vielleicht auch dann endlich mal auch komme zum makellosen Rubin. So. Bisher habe ich noch keinen gesehen. Ich habe weder was zum Abbauen gesehen, noch einen Gegner. Da ist was, da ist was. Drog. Gleich am Anfang ein Fürst. Lydia. Oh, die Lydia. Aber ich habe mein Schwert, was besonders effektiv ist. Aber meine Gesundheit nicht. Verträgt's nicht. Lass mich. Das ist jetzt das Problem. Anscheinend ist es doch so. Es ist anscheinend doch so, dass die Gegner mitleveln. Deswegen gehe ich auf Blitz. Weil Blitz hat nicht so einen Streuungsschaden und ich kann den Gegner ganz gut treffen. Komm, nimm das hier. Aber das macht halt. Das macht halt gar keinen Schaden. Dann Feuerblitz. Boah, das kann ich auch vergessen. Also. Wird ja ewig dauern. Kostet mir aber so gut wie keine Magicka. So, nimm den Rest. Ein Drogwicht. Komm her. Gut zu wissen, also die Drogwichte, die sind auch keine Gegner mehr für mich. Hier der Fürst, von dem darf ich mich nicht treffen lassen. Und er hat eine Ebernerzkriegaxt, Zweihänder. Das habe ich gemerkt, dass er eine starke Waffe hat. Ist hier noch was? War hier noch was? Nein, da war nichts mehr. Dann weiter. Hier gleich. Komm her. Drog. Was ist mit den normalen Drog? Die sind ganz okay. Und die haben auch einen Silberbahn abgeschlossen. Beschaffe einen Silberbahn. Ja, das habe ich schon. Ich brauche den makellosen Saphir. Das ist das, was ich brauche, hauptsächlich. Der ist nämlich selten, den habe ich noch nicht gefunden. Was könnte hier sein? Hier ist nämlich schon mal jemand. Ruheloser.
hier sein Schild, das nehmen wir auch mit. Ich gehe mal hier weiter. Und da kommt da der Dwarf. Ein Geißel. Die Dwarf Geißel, die ist anscheinend stark. Die Wichte sind nicht mehr so stark. Aber der macht auch nicht viel Schaden. Also viel Schaden hat der nicht mehr gemacht. Ich gehe erstmal hier. Ja, hier erstmal gucken. Ein Drachenwicht. Ja, gut, dass ich hier nochmal, da kann ich die Truhe. Komm her. Jetzt falle ich hier runter, oder? Nein, ich bin noch nicht runtergefallen. Oh. Komm her. So, vergiss es. Habe ich hier noch was verpasst? Gold und Knochenmehl und Pfeile. Hier sehe ich nichts mehr. Komm her. Ruheloser. Tränke, Bücher, die nehme ich mit. Auch wenn ich jetzt eigentlich so gut wie fertig gelernt habe und es eigentlich nur Verzaubern interessant ist und Schmieden vielleicht eventuell, nehme ich das trotzdem gerne mit. Hier das Wissen von den Büchern. Also hier in den Uhren und so habe ich jetzt auch noch keinen besonderen Diamanten oder Saphir und sowas gefunden. Das kann auch hier nicht das Ende sein. Wo geht's hier weiter? Na, bin ich blind? Also hier sehe ich erstmal nichts. Bin ich blind? Sehe ich irgendwas nicht? Das kannst du nicht gewesen sein jetzt. Hä? Also hier kann ich hochkommen. Das bringt mir nichts. Also der Weitergang müsste hier sein. Ist hier ein Schalter? Hier vielleicht. Kann ich das hier... Oder hier? Hier die Bücher noch. Also da ich jetzt nicht mehr weiß, wo ich hier weiterkommen könnte, denke ich, war es das jetzt erstmal. Hier oben kann ich auch nirgendwo hinspringen. Nee. Ja, also gut, dann vielleicht komme ich hier nochmal hin. Hier kann ich aber noch was abbauen. Eisenerz, sehr gut. Mal gucken. Was kommt jetzt? Eisenerz. Das war jetzt nur Eisenerz. Gut, dass ich es aber nochmal gesehen habe. Ich könnte natürlich jetzt auch das nochmal machen, laden, nochmal machen, laden. Und irgendwann, wenn ich genug geladen habe und wiederholt habe, könnte es passieren, dass ich dann einen Rubin dann bekomme. Aber ich denke, ich finde noch Minen, wo ich dann vielleicht noch einen Rubin finden werde.
Ich sehe hier nicht, dass es irgendwo weitergeht. Mal gucken, also ob da jetzt abgeschossen steht oder was steht da jetzt? Mal schauen. So, da muss ich erstmal gucken. Da steht nichts. Also hier wird es noch irgendwie weitergehen, aber ich habe keine Ahnung. Muss ich ignorieren. Ich habe jetzt keinen Hebel gefunden, keinen Schalter gefunden. Dann gehe ich erstmal zu dem Turm da hoch. Mal schauen, was mich hier erwartet. Ein Schaf, komm her. Was hast du dabei? Du hast ein Ziegenbein und Fell für mich. So, da geht's hin. Ist hier jemand? Hier sind Gegner, Wölfe. Die haben keine Chance mehr. Ein Schlag und tot sind die Wölfe. Dass die Wölfe aber auch kein Gefühl haben für die überlegenen Gegner, gegen die sie ja gar keine Chance mehr haben. Interessant, hier ist so ein Turm von diesen Dwämern oder Zwergen. Fernwindhorst entdeckt. Also der Turm war aber schon auch sehr auffällig. Und hier geht's gar nicht runter, sondern hoch. Interessant. Habe ich genug zum Mitnehmen? Ja, das kann ich alles mitnehmen, diesen ganzen. Vielleicht ist es, sind es mal Questgegenstände, oder? Nehme ich das mal mit. Lehrling. Ach komm. Sehr gut. Silberkette ist nicht so wertvoll. Hier nehme ich alles mit. Gib mir das Ganze da. Dwämer Hebel, Schale und Platte. Ist da noch was? Aussichtspunkt. Ich habe jetzt nichts vergessen. Also hier, das ist die Truhe bei den Dwämern. Dann hier weiter. Und eine Truhe. Der Expertenstufe. Wenigstens weiß ich jetzt schon mal, wo es ist. Mal so. Ah, ganz knapp. Also ein bisschen nach links. Noch ein bisschen mehr. Warte, jetzt muss ich mal gucken. Also ich gehe mal hier hin. So. Zwergenkriegsakt der Verzweiflung mit Schaden 39. Kreaturen und Personen bis 13 fliehen. Nee, das ist nicht, brauche ich nicht. Vulkanglasbogen. Ich glaube, da habe ich einen besseren. Steigert die Gesundheit um 10 Punkte. Nehme ich alles mit. Ist hier sonst noch was? Ein Vogelnest mit einem Drosselei. Und ansonsten. Ist hier nichts mehr, oder? Nö. Okay. Was haben wir hier noch? Kenne ich noch gar nicht. Hier ist ein Haus, das habe ich noch nicht gesehen. Da gehe ich gleich mal hin. Ja, komm. Geh mal zu dem Haus. Wenn ich schon was sehe, dann möchte ich auch gleich hingehen. Und was ist hier? Hier war ich aber auch noch nicht. Ich könnte da zu dem Lager nochmal gehen. Oder zu dem Haus. Ich würde sagen, ich komme eher unwahrscheinlicher zu dem Haus, was ich noch gar nicht entdeckt habe. Und das Lager da, das habe ich schon entdeckt. Das finde ich schon wieder. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal zu dem Haus da.
Und zwar hier einfach über die Klippen. Und wieder auf den Weg zurück. Hier den Turm, den habe ich da auch schon entdeckt, oder? Auch noch nicht. Und das hier? Oh, das dürfte ich schon entdeckt haben. Also hier ist auch einiges, was ich noch gar nicht entdeckt habe. Ich gehe mal zu dem Haus hier. Also wie es aussieht, habe ich jetzt doch mich erstmal entschlossen, hier mich noch ein bisschen umzugucken im Umland. Weil das war jetzt ein bisschen enttäuschend. Also die eine Höhle, da war ja nichts, da ging es auch nicht mehr weiter. Und jetzt die zweite, da wusste ich auch nicht mehr, wo es weitergehen könnte. Vielleicht nochmal eine interessante Höhle, bevor ich die Stadt Markarth betrete. Ein Säbelzahntiger, der einfach sich hier hinten an mich rangeschlichen hat. Makellos, was war das jetzt makellos? Aber es war definitiv kein Saphir, sonst hätte ich ja jetzt hier einen, also was angezeigt bekommen. Makelloser Granatstein. Interessant, also die Viecher haben auch solche Edelsteine manchmal bei sich. Hier ist die Hütte, da gehe ich hin. Und hier ist auch noch was. Ich habe hier, es gibt ja hier einiges zu entdecken. Und eine Brücke. Was ist hier jetzt? Sieht mal auch so nach Dwemer aus. Hier ist überall Stelen. Schrein der Dibieller. Vielleicht habe ich ja einen Fluch. Weiß ich nicht. Hier kann ich, darf ich nichts nehmen, außer das Gold. Nee. Ja, aber wenn ich jetzt das Gold mitnehme, also kommt das nämlich mit. Vulkanglasdolch. Hier ist doch keiner. Das nehme ich alles mit. Komm. Warum soll ich das hier liegen lassen? Ich kann es ja verkaufen bei der Diebesgilde, wenn es als gestohlen gilt. So, dann hier über die Brücke. Und sehe ich da noch was? Ja, da hinten ist noch was. Oder? Das hier. Vielleicht entdecke ich jetzt das nur und dann kehre ich nochmal zurück, wenn ich die Stadt Markarth erkundet habe. Weil ich habe mich jetzt doch eigentlich dazu entschlossen, dann doch eher die Stadt Markarth gleich zu erkunden. Weil da finde ich vielleicht eine bessere Begleitung, weil ich bin jetzt hier mit ihr, Lydia, bin ich jetzt nicht unbedingt so glücklich. Hier war ich gerade. Hier ist ein einsames Haus. Und was ist hier? Hier geht es auch noch mal irgendwo hin. Soll ich das jetzt machen oder soll ich das später machen? Ich denke, ich lasse das. Und wenn ich die Stadt Markarth erkundet habe, dann... So, ich gehe jetzt erstmal wieder hier hin. Was ist hier? Achso, das Pferd. So, dann schaue ich mal hier hin. Ich denke, es ist auch mal wieder so ein Orklager. Vielleicht finde ich ja da den Boss. Also beim letzten Orklager konnte ich bisher noch nicht viel Leute ansprechen oder viel machen. Wahrscheinlich muss ich erst zu dem Chef und dann kann ich da. Hase, verschwinde. Weg mit dir. So, was ist hier? Ein Orklager. Wollt ihr mit mir was reden? Malakath blesses us with this land. It's not for your kind. Malakath. Outlanders should learn to not wander where they don't belong. Aber die Bücher kann ich mitnehmen. Hä? Hold there. There are no jails in an orc stronghold, criminal. You must pay in gold or blood. Ja, ich zahle das. Okay. We'll test your mettle another day.
Boah, das ist ja fies. Ich dachte, ich kann das einfach mitnehmen. Malakath blesses us with this land. It's not for your kind. Ja, die erzählen alles selbe. Ich kann hier keinen ansprechen. Willst du was erzählen? Oh, was ist denn jetzt hier? Hier. Malakath blesses this land for the orcs. And the orcs alone. Anscheinend ist es eine Doppelgängerin, mit der ich schon geredet habe. Wenn ich da reingehe. Und was ist hiermit? Duschnickmine. Wie sieht's aus? Ah, oh, bisschen knapp mit den. Also mit dem Inventar, aber ich gehe mal in die Mine. Vielleicht finde ich ja jetzt meinen Rubin. Na, ich würde den Rubin jetzt schon ganz gerne finden. Hier, es dürfte doch... Ich weiß gar nicht, ob man dem Spiel irgendwie sowas... so Punkte vergeben kann, dass man schneller wertvolle Sachen findet. Ist überall stehlen. Das kann ich doch lesen, oder? Der Kodex von Malakath. Ist hier irgendwas? Hier sind Orks. Outlanders should learn not to wander where they don't belong. Outlanders should learn to not wander where they don't belong. This place is for Orks and Orks alone. Hier ist nichts zum Abbauen. Was ist denn das hier? Ja, hier. Das ist sehr gut. Orichalkum irgendwas. Orichalkum Erzt. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber mehr als das Erz war da nicht. Na jetzt. Erz und sonst nix, nur Erz. Outside, we don't know you, and we don't want this stronghold is for the orcs. Leave now. Und ansonsten, also ihr habt hier zwei Sachen, wo man es abbauen konnte. Und hier unten, hier ist noch was. Na gut. Malakath blesses us with this land. Wo tust du? Ich höre jemanden. Aber ich sehe hier nichts. Also ich sehe keinen Erz mehr. Okay, aber das habe ich schon erschöpft. Leave, Outlander. War ich hier schon? Oh, kannst du mal weggehen? Und du auch. This is our stronghold. Leave. Sehr gut, jetzt kann ich auch gleich hier noch weitermachen. Und hier auch nochmal. Hier ist ja ganz schön viel. Hier erschöpft. Und aber hier, jetzt kann ich hier endlich.
Also ich habe jetzt hier alles abgebaut in der Mine. Ich kann hier mit keinem reden. Dann gehe ich hier wieder. So, jetzt mal gucken. Soll ich jetzt hier nach links oder nach rechts gehen? Ich gehe einfach mal hier den Weg weiter. Hier ist gleich was. Erkunde die Ruinen von Arktangas. Ich glaube, das mache ich auch erstmal später. Was ist denn hier oben? War hier, hier war nichts, oder? Ein Säbelzahntiger. Komm her. Säbelzahntiger, wo bist du? Ich bin hier. Ich merke, der Säbelzahntiger, der hat schon gar keine Chance mehr gegen mich. Der ist schon mal völlig chancenlos. Das ist Lydia. Und ist hier noch was zu entdecken? War ich hier... Also von hier bin ich gekommen. Ich schaue hier nochmal hin. Und hier rechts, wo geht's da hin? Da war ich auch noch nicht. Also hier rechts war ich noch gar nicht. Das mache ich aber auch wann anders. Ich schaue nochmal da kurz hin. Und dann entscheide ich mich jetzt ganz fest dafür, dass ich jetzt erstmal in die Stadt Markas gehen möchte. Weil ich jetzt auch lang genug jetzt draußen rummarschiert bin. Ist hier ein Eingang irgendwo? Nee, hier ist nur eine Truhe für mich. Was haben wir noch? Gold. Geldbeutel. Ruhe. Leichte Rüstung schmieden. Mal gucken. Wo ist es? Hier. Okay, bringt mir nichts. Dann Leintuch. Leintuch und okay. Also hier ist nichts mehr. Warte mal. Wo geht's jetzt hin? Hier war ich auch noch nicht. Und jetzt soll ich... So? Genau. So jetzt am Berg entlang. Und dann streife ich noch dieses Hügelgrab. Das könnte ich noch machen, zwischendrin. Definitiv, das ist ja auf dem Weg. Also da gehe ich ja keinen... Also würde ich ja quasi einen Umweg gehen, wenn ich da jetzt wieder hin zurück reisen würde. Also ich sehe ansonsten jetzt erstmal hier nichts. Oder schauen wir mal hier. Hier ist ein Anhöhe. Da ist noch ein Bär. Die kann ich jetzt ausnahmsweise mal ignorieren, weil ich jetzt hier gehe. Sehe ich da was? Ne, ist nur ein Fuchs. Aber trotzdem, weg mit dir. Er hat's überlebt. Ich setze ihm jetzt nicht nach. Hier ist so ein seltsamer... Hier so ein Unterschied hier. So eine Art Felsplattform. Jetzt müsste unmittelbar voraus ein Berg sein oder eine Höhle. Hier ist noch ein Weg. Hier. Ich gehe erstmal hier hoch. Ne, das müsste dann hier sein. Wo ist es? Hier!
Rheinwasser-Passage. Und hier ist jemand. Wer bist du denn? The mercy of Stendar does not extend to Daedra worshippers. Wer bist du denn? You speak to a vigilant of Stendar. Cavort with any Daedra and we will hunt you down. Sie verachtet anscheinend die Daedra. Seid ihr ein Wächter von Stendar? Yes. Our order was founded after the Oblivion Crisis. We dedicate our lives to facing the threat of Daedra wherever they appear. We're quartered in the Hall of the Vigilant. Keeper Karset heads Skyrim's branch of our order there, providing healing and justice as needed. Wer ist Stendar? He is the god of mercy, the patron of order and justice for all of Tamriel. We bring his compassion where none can be found, by cleansing all those who would offend his children. Ihr jagt... Also das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, wer dieser Stendar ist und wo der ist. Wahrscheinlich muss ich erst mal kurz auf der Karte gucken. Ihr jagt Daedra. And any other abominations that prey on mortals? Vampires, werewolves, witches? But Daedra are the worst. Their callous disregard for our lives is abhorrent in the eyes of the God of Mercy. Okay. Also sie mag keine Werwölfe, keine Vampire. Und am allerwenigsten Daedra. Gib mir mal die Eisenerzader, die möchte ich gerne. Stendar's mercy be upon you, for the vigil has none to spare. Sie trägt aber auch nur so eine Robe, also eine, scheint eine Magierin zu sein. Stendar's mercy be upon you, for the vigil has none to spare. Was ist hier denn? Das ist die Gruft. Aber ich habe ja erstmal hier entdeckt. Die Rheinwasserpassage. Schau ich erstmal hier weiter. Hier fließt ein Fluss. Jetzt hier runter, oder? Boah, das wollte ich gar nicht. Kann ich hier wieder hoch? Boah. Komm, komm, komm. Geht es? Oh! Nein! Verdammt, das wollte ich gar nicht. Das war jetzt irgendwie dumm. Aber so habe ich mal hier das entdeckt. Und hier fließt das Wasser anscheinend gar nicht als Wasserfall runter, sondern hier als Fluss. Okay. Ja, dann wieder schnelle Reise. So, an der Stelle mache ich wieder eine Pause. Auch wenn ich jetzt nicht so viel gemacht habe, die Folge. Aber auch mal eine kürzere. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge.